Die drei Schulermittler der 2BABT wollen sich über das Essverhalten der HTL-Schüler etwas genauer informieren. Deshalb begeben sie sich zur Befragung ins Schulgebäude. Das Ziel der Befragung der Schulermittler ist das Herausfinden, ob die HTL-Schüler die Kantine bevorzugen oder etwa die Alternativen wie Sutter Lütti oder McDonald's lieber mögen. Weiters wollen sie herausfinden, was die Schüler morgens, mittags und abends essen. Servus du. Hi. Was isst du so morgen, Mittag, Abend? Am Morgen esse ich immer Brot, am Mittag meistens in der Kantine das Mittagsmenü und am Abend meistens nichts. Was isst du am Morgen? Eigentlich nicht viel, ich trinke meistens nur einen Kakao. Okay. Und so zum Mittag, was ist da so? Ja, halt das, was Mama kocht, wenn ich heimkomme und sonst Kantine fraß. Wow, ist gut. Und am Abend, was hast du da so deine Spezialitäten? Das ist ganz unterschiedlich. Meistens so ein Schokobrot. Also wir hätten gerne von dir wissen, was du am Morgen, am Mittag und so abends isst. Ja, also am Morgen Marmeladebrot, am Tag noch irgendein Menü, was es halt gerade gibt. Und am Abend, ja, halt auch noch ein Abendessen. Fein. Ja. Ja, du, servus, gell? Hast du morgen viel Zeit zum was essen? Nein, also ich habe ziemlich Stress am Morgen und darum sollte ich in der Kantine was essen, aber da geht es meistens nicht aus, weil ich kein Geld nehmen vom Wochenende. Ah ja, und, das ist blöd, ja. Und mit Mittag, was kannst du zustellen? In Sutter Lütti, also. Ah, da kannst du nicht mehr, gell? Sutter Lütti, Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja, das ist gut, ja. Und am Abend? Ja, zur Arbeit versuche ich ja meistens was daheim zu essen, ja. Aber... Gott sei Dank nicht im Haus. Ja. Irgendwas findet man schon immer. Ja. Also, wir wollen von dir wissen, was für morgen, zum Mittag und so was so ist. Ja, morgen esse ich meistens auch so ein Müsli mit Milch. Am Mittag esse ich auch eine Pizza oder so. Kommt drauf an, was ich gerade Lust habe. Am Abend meistens einen Äpfel, das war's. Das kommt in die Outtakes, ich weiß. Sehr interessant, was die Schüler im Laufe des Tages essen. Also haben wir sie nach ihrem Lieblingsessen befragt. Und natürlich, wo sie sich während der Schulzeit ihr Essen besorgen. Und was ist so die Lieblingsessen? Was ist das am liebsten? Am liebsten ist Buchtel mit Vanillesauce. Ja, ist gut. Und an der Kantine, was gefällt dir jetzt? Was würdest du verändern? Oder? Also verändern würde ich, dass das Mittagsmenü wieder ein billig ist, so wie letztes Jahr und mehr Abwechslung hat. Ja. Und sowas, ja halt hauptsächlich das Mittagsmenü in der Kantine. Okay, danke schön. Ja du, servus, gell? Ich wollte von dir wissen, morgen. Was ist denn die Lieblingsessen und was magst du nicht so gern? Ja, mein Lieblingsessen ist halt so Hausmannskost und so. So Rebel und so Zeug. Was ich nicht so gern mag, ist so Krut und so Klump. Ah ja. So. Ist nicht so gern. Nee. Hast du es gleich? Ja, dann sind wir gleich rein. Ja. Und was würdest du jetzt an der Kantine verbessern oder was magst du nicht so ja, gern? Ja, ich weiß nicht. Halt das Zeug vom Bäcker, da ist schon gut, aber. Ja, aber ja, die Mittagsmenüs da. Ja, servus, du. In der Mittagspause, oder? Ja. Wenn du frei bist von der Schule, wo gehst du am liebsten essen? Ja, manchmal in Sutter Lütti, manchmal in Kantine. Sowas. Am meisten, wo gehst du mehr? Sutter Lütti. Ja. Ja. Aber ich auch nicht so dabei, gehst du? Nein. Mit der Zicke langweilig. Ja, ich. Du, danke schön, ich habe das Interview. Bitte. Du, scheiß Eigener, gell? Ebenfalls. Du stehst in der Kantine ab und zu mal essen? Ja, ab und zu mal. Was kaufst du denn so dort? Lauberkäse oder so. Brötlo? Ja. Brötlo. Was sind so deine Lieblingsgebäcke dort? Das fette Kuchending ist da. Okay. Oder? Ja, das ist gut, dass man zurückkommt. Und sonst gehst du in der Mittagspause, wo gehst du dort hin? Meistens so ein bisschen Freitag, da gehe ich in Sutter Lütti oder Mäcki. Mal schauen. Okay, und am Abend, was tust du dort zu essen? Mache ich mir meistens einen Topfen-Shake oder so.
Na gut. Danke. Ja. Da in unseren Ermittlungen sehr oft das Wort Kantine fiel, dachten wir uns, es wäre gut, die Kantine in unser Video einzubinden. Denn niemand anders weiß besser über das Essverhalten der Schüler Bescheid als das Kantinenteam. Wir wollten so wissen, was so am Tag am meisten verkauft wird. Also am meisten werden verkauft belegte Brötle, Ciabatta mit Tomaten, Mozzarella und mit Schinken. Und zwar um die 320 Stück jeden Tag. Das ist eine gehörige Menge. Und so in der Woche, was machen Sie da so für Gerichte, warme Gerichte? Es wird jeden Tag ein warmes Menü, wird frisch gekocht. Gute Hausmannskost mit frischen regionalen Produkten. Das fängt beim Kartoffelgulasch an, geht über Kässpätzle, Fischgericht, ja, so quer durch. Ja, super, danke. Als wir nach 3 Wochen unsere Ermittlungen abgeschlossen hatten, kamen wir zu folgenden Ergebnissen. 66% der durchschnittlichen HTL-Schülern frühstücken morgens. Das beliebteste Essen der Kantine sind die belegten Brötchen, gefolgt von den Süßgebäcken und dem Mittagsmenü. Der HTL-Schüler geht im Schnitt 1,35 Mal pro Woche in der Kantine, 0,8 Mal pro Woche im Sutterlütti, 0,4 Mal pro Woche in den McDonald's und 0,26 Mal pro Woche in den Dönerstand Mittagessen. Danke für eure Aufmerksamkeit und wir hoffen, unser Video hat euch gefallen.